Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und damit auch herzlich willkommen zu schon wieder einer Flohmarktfolge. Ja, ich war wieder in Dortmund und jetzt schon das zweite Wochenende hintereinander war ich in Dortmund an der Uni. Und ich kann euch sagen, ich habe wieder ordentlich abgeräumt. Deswegen könnte das hier wieder eine extra large, also eine etwas längere Folge werden. Weil die Funde waren echt gut. Ich habe wirklich wieder einiges mitgenommen. Genau wie letzte Woche ja auch schon. Trotzdem, ich war jetzt 2 Wochenenden hintereinander in Dortmund. Und ihr wisst ja auch, ich gehe nicht jedes Wochenende auf den Flohmarkt, aber öfter mal. Und ich glaube, dieser Uni-Flohmarkt ist immer samstags. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal samstags auf einen Flohmarkt gehe, oder beziehungsweise eigentlich die nächsten Flohmärkte, die werden nicht in Dortmund sein, weil ich einfach Lust habe auf was anderes. Ich habe euch das ja schon mal gesagt. Man sollte immer mal auf andere Flohmärkte fahren, auschecken, Abwechslung. Da macht das auch Ganze auch mehr Spaß. Und klar werde ich auch noch oft in diesem Jahr in Dortmund an der Uni sein, aber die nächsten Male werden wohl woanders sein, habe ich mir so für mich überlegt. Ja, aber diesmal war ich noch in Dortmund an der Uni und habe da auch wirklich einiges gefunden. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Gucken wir mal, was ich so gefunden habe. Los geht's. Boxer? Ja. Ja, ist schon. Funktioniert wunderbar. Kommt gleich, Kollege. Ja? Toilette immer noch. Was willst du denn hier für ein Spiel haben? Welches Spiel? Für diese hier. Stück 10 Euro. 10 Euro. Ja. Machst du für 7? Nein. 8? Nein. Ach komm, ein bisschen. Nein. Ein bisschen. 9. 10 Euro, nein. 10 Euro. 10 Euro, ja. 10 Euro ist das Geschenk. Ich weiß, was kostet im Internet, habe ich gesehen. Schlecht, ja, im Internet, ne? Habe ich Internet, gesehen, ja, habe ich gesehen. Internet ist aber nicht Trödelmarkt. Aber egal, bei ne? mir ist Leben im Leben lassen. Ja. Lass mal die Leute ein bisschen leben. Ich hätte gedacht, wenigstens 1 Euro gibst du mir nein, runter. Geht nicht. Hier, ja, komm. 50 Euro. Nein, nein, ich brauche keinen Schmuck. Aber ich mache das. Nee, Stand, 50 Euro. Ach so, okay, ja. Das ist aber teuer. Zu viel teuer. Das ist teuer, hast du recht. Egal. Ja, komm, wir machen 10 Euro, ist in machen Ordnung. 10 Euro, gib ja, mir bitte. Komm, ist gut. Ja, diesmal gab es direkt den ersten Knaller schon am Anfang. Ja, ich habe ein Nintendo 64 Spiel gefunden, und zwar das Spiel Snowboard Kids. Da war einer, der hatte mehrere Nintendo 64 Spiele und der wollte für jedes einen Zehner haben. Und das wäre für nicht für jedes Spiel, was da lag, auch glaube ich angemessen gewesen. Für dieses hier allerdings schon. Ich wollte auch noch ein bisschen runterhandeln, war aber bei dem nicht möglich. Ich habe mir aber auch gedacht, komm ey, für einen Zehner war, ist das schon ein super Preis, weil das geht deutlich teurer weg bei eBay. Das Spiel, also, da müsst ihr auf jeden Fall viel mehr zahlen als ein Zehner. Ja, ihr müsst jetzt auch keine 100 Euro dafür bezahlen oder 50, aber mehr als ein Zehner ist es definitiv wert. Und ja, es ist auch in gutem Zustand. Und ja, da habe ich mir dann so die Rosine rausgepickt, muss ich sagen. Meine hatte noch Lilith Wars, was ich auch schon habe, und auch noch andere Spiele. Ich weiß auch gar nicht, ob die alle in so einem guten Zustand waren, jetzt die anderen Spiele. Das hier war aber in gutem Zustand und das ist Snowboard Kids und das fehlte mir. Und das wollte ich auch unbedingt nochmal haben. Ich hatte das nicht in meiner Kindheit, deswegen brauche ich es auch nicht unbedingt in OVP. Aber ist ein geiles Spiel, habe ich als Kind mal ausgeliehen gehabt auch. Und ja, halt so ein Snowboard-Fun-Spiel mit so Figürchen, ja, wo man Snowboard fahren muss, was aber auch richtig Bock macht, muss man sagen. Gibt's auch noch einen zweiten Teil von, der ist aber sehr selten, der zweite Teil. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in Europa rausgekommen ist oder nur in Australien. Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt einen zweiten Teil davon.
Der ist aber sehr selten. Den werde ich nicht auf dem Flohmarkt finden. Aber diesen ersten Teil habe ich gesucht und ich bin froh, den gefunden zu haben. Für einen Zehner gab es ein cooles Nintendo 64-Spiel. Wahrscheinlich schon das Highlight dieser Folge, ganz am Anfang. Ja, Snowboard Kids. Es ist ja auch so, bei mir ist es wirklich so, ich zeige euch die Funde chronologisch, wie die auch wirklich passiert sind. Ich schneide das jetzt nicht so, dass es für euch am besten aussieht oder so, wie ihr es vielleicht bei anderen Flohmarkt-YouTubern kennt. Das ist wirklich das, was ich als erstes gefunden habe und deswegen seht ihr jetzt auch das Highlight direkt am Anfang. Und was bei mir auch so ist, das ist wirklich immer alles von einem Flohmarkt, ne? Außer wenn ich es anders sage, dass ich auf mehreren Flohmärkten war. Aber ihr kennt das vielleicht auch von anderen YouTubern, dass die dann so auf ganz viele Flohmärkte gehen, sich davon die Highlights raussuchen und da dann eine Folge von drehen. Bei mir ist es wirklich so, ich mache aus einem Flohmarkt mache ich eine Folge und deswegen kann auch schon mal sein, dass ich da nicht die besten Sachen finde. Aber diesmal direkt mit Snowboard Kids ist angefangen. Es kommen auch noch mehr gute Sachen, aber das war schon das Highlight. Ja, genug Palabert, ich würde sagen, weiter geht's. Willst du einen Vierer haben? 5 Euro. Okay. Wenn du mehrere nimmst, komme ich hier nach Fischen. Okay. Jetzt mal gucken, was ich schon habe. Ne? Ah, ich suche nur Nintendo. Das ist alles PlayStation und Xbox hier. Ja, okay. 5 hast du gesagt, die 3 hätte ich hier. Was können wir machen? Sagen wir 4 Spiele. Ja, machen wir. Also 12 haben wir. Ja, alles gut. Ach, cool. Ja, dann gab es 3 Wii-Spiele für jeweils, also ne, für insgesamt 12 Euro. 3 Wii-Spiele, also 4 Euro pro Spiel, was absolut okay ist. Und ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe die gar nicht alle und ich weiß auch gar nicht, ob die alle gut sind. Aber hier, Red Steel. Ich habe davon den zweiten. Ich habe Red Steel 2. Da muss man halt mit so Schwertern sich durch die Gegend und eine Waffe hat man, glaube ich, auch eine Knarre. Und mit so Schwertern so japanisch angehauchtes Spiel. Red Steel. Ist eigentlich ein ganz cooles Wii-Spiel. Also der zweite auf jeden Fall. Ich habe den zweiten davon schon. Jetzt habe ich auch den ersten. Freut mich sehr. Dann die anderen, ich kenne das alles gar nicht. Hier, was haben wir hier? Bataillon Wars 2. Keine Ahnung. War auch auf jeden Fall dabei. Ja. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht mit einem anderen Wii-Deal durcheinander geschmissen. Gleich nachher kommt noch ein Wii-Deal. Ja, auf jeden Fall Bataillon Wars 2. Weiß ich auch nicht genau, sieht mir aus wie ein Strategiespiel, aber auch mit Abballern und so, aber was genau ist, weiß ich nicht. Mit Panzern und so, ja, warum nicht? Und nochmal sowas, was in Richtung Krieg ist. Ich bin eigentlich gar nicht der Fan von so Kriegsspielen, aber das habe ich mir auch mitgenommen. Und zwar auch ein Ballerspiel ist es auf jeden Fall, und zwar Ghost Squad für die Nintendo Wii. Ja,
Die drei Spiele, ich meine jetzt, dass es die drei waren. Wie gesagt, es kommt nachher noch ein anderer Wii-Deal. Ich hoffe, ich habe es nicht durcheinander geworfen. Die drei gab es für 12 Euro. Ja, drei neue Wii-Spiele für die Sammlung, warum nicht? Auf jeden Fall cool. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ist das Ihr Stand hier? Ja. Was wollen Sie denn hierfür haben? 3 Euro. 3 Euro? Ja. Ja, das machen wir. Ja, dann gab es in so einer Kiste ein Nintendo DS-Spiel. Das war das einzigste DS-Spiel. Und ich glaube, das einzige Nintendo-Spiel, was da drin war in dieser Kiste. Aber ja, ich habe es gerne mitgenommen für 3 Euro. Ist jetzt nichts Besonderes. Schreck der Dritte. Wird eine Art Jump'n'Run oder irgendwie sowas sein. Weiß man auch nie genau, ob diese... Spiele von Filmen, ob die gut sind. Manchmal sind sie gut, manchmal nicht. Aber ich spiele auch manchmal gerne so Quap-Spiel zwischendurch. Ist eigentlich auch ganz cool. Ja, vom Schreck, vom dem dritten Teil von Schreck. Den habe ich sogar damals gesehen, den dritten Teil. Ich habe den aber nicht in meiner Sammlung. Ich habe nicht einen Schreckteil. Schreck ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich echt sagen. Ja, hat aber viele Fans, die Serie, also die Filmserie. Schreck der Dritte gab es für 3 Euro. Nintendo DS-Spiel. Nichts Besonderes. Ist allerdings von Activision. Deswegen, vielleicht ist es sogar ganz gut. Mal gucken, ich werde es sehen. Gab es auf jeden Fall für 3 Euro. Schreck der Dritte. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ja, machen Sie mal. Hi. Hallo. Das ist alles so Ponyhof-Spiele. Ja. Hier sind die los? Was? Hier sind die los? Schwer. Ganz schwer, ne, ja. Hab ich mir gedacht. Weil die kriegst du echt noch. Die wenn die, wenn, die, wenn die irgendwo bei sind, die rechnen wir gar nicht beim Ankaufen. Okay. Die sind dann dabei, ja. Und der Teil auf den Geld. Genau wie für ein DS, also die kriegst du hinterhergeschmissen. Ja, DS hatten wir jetzt mal einen schönen, haben wir 35 Euro für gekriegt. Wo wir viel Geld für gekriegt haben, wir hatten jetzt so ein paar Leerverpackungen oder so. Ne? Da ja. Haben wir echt viel Geld für gekriegt. Gameboy immer wieder einige. Endlich mal wieder ein paar Gameboys. Ja. Aber eine Katastrophe. Ja, hat sich wieder ein bisschen gefüllt hier, ne? Sieht ja, so ja aus. Wir haben jetzt wieder Gas gegeben, ne? Da kommt noch mehr nächste Woche.
Ich habe hier zwei Gameboy-Spiele, ne? Ja. Eins für 6, eins für 7. Was können wir machen? Weiße. Den kann ich nehmen, kann ich 11 Euro machen. 11 ist super, machen wir auf jeden Fall. Ja, dann war ich bei einem Händler, also bei so einem halbprofessionellen Händler, den kennt ihr schon aus einigen meiner Flohmarktausgaben, weil der immer in Dortmund steht, an der Uni und eigentlich immer faire Preise mir auch macht und so. Und da gibt es auch noch andere Händler, zu denen ich nicht gehe, aber zu dem gehe ich eigentlich immer. Und der ist auch so ein halbprofessioneller Händler. Wie gesagt, der macht das nicht so, ist jetzt nicht nur sein Geschäft, das merkt man. Er macht es halt ein bisschen hobbymäßig nebenbei. Und er hat auch immer viele Retro-Games und hatte viele neue Retro-Games auch wieder bekommen. Ich war da bei dem einen oder anderen Spiel mir überlegen, es mitzunehmen. Secret of Mana war für 25 da, Secret of Evermore da gab für 25 Euro. War ich auch erst im Überlegen, das irgendwie zu bundeln oder so, aber dann, ach nee, komm, übertreib's mal nicht, hol dir jetzt hier zwei billige, günstige Spiele, die auch ganz cool sind. Und hab für 11 Euro zwei Gameboy-Spiele bekommen. Und zwar einmal Turok 2 für Gameboy Color, das ist in dieser schwarzen Cartridge. Ich sag immer Halb-Color-Spiel dazu, weil man die nämlich auch auf dem normalen Gameboy abspielen kann. Und auch im Super Gameboy übrigens. Und ja, Turok 2, ne? Turok könnte man kennen, ist dieser Dinosaurierjäger, ne? Also, oder dieser mit, ja, auf Roboter. Also, ja, ist auf jeden Fall Turok. Seeds of Evil gibt's auch eine Nintendo 64-Version von. Die Gameboy-Version wird natürlich deutlich abgespeckter sein. Aber ja, warum nicht, ne? Wollte ich gerne eine Sammlung haben. Turok 2. Und habe ich hier noch Pinball Revenge of the Gator. Das hat einen ganz besonderen Grund, warum ich mir das geholt habe. Das habe ich früher gehabt. Aber ich habe das auf dem Super Gameboy gespielt. Immer auf dem Super Nintendo, auf diesem Adapter. Da habe ich das dann reingesteckt und habe das da einmal gespielt. Zu der Zeit hatte ich keinen Gameboy irgendwie. Aber das Spiel hatte ich halt. Und das ist ein cooles Pinball-Spiel, was mir echt Bock gemacht hat. Das habe ich in meiner Kindheit unwahrscheinlich gerne gezockt. Und froh, das mal wieder gefunden zu haben. Das ist jetzt nichts Besonderes, ne? Das ist jetzt kein teures Spiel oder so. Aber richtig cool, das mal wieder gefunden zu haben und das jetzt auch in der Sammlung zu haben. Ein Pinball-Spiel. Stinknormales Pinball-Spiel, was immer Bock macht, ne? Also, Pinball Revenge of the Gator und Turok 2. Gab es für 11 Euro, ist in Ordnung, ne? 5,50 Euro pro Spiel. Wie gesagt, immer noch unter der Berücksichtigung, dass das ein Händler war, ist das schon okay. Zwei schöne neue Gameboy-Spiele für meine Sammlung. Entschuldigung, ein Gameboy-Color-Spiel und Gameboy-Spiel. Ja, richtig cool. Gerne mitgenommen. Für 11 Euro die beiden Games. Ja, wie gesagt, da hatte auch noch NES-Games und andere Games, die, wo ich am Überlegen war, aber nee. Ist bei den beiden Games geblieben. Ja. Ich würde sagen, wir machen weiter. Was willst du hier für das Spiel haben? 5 Euro. Das ist nicht zu viel. Hast du noch mehr so welche oder nur die? Ich weiß nicht, was. Okay. Nur die 25. Ich hätte dir 3 gegeben dafür. Nein, das ist meine Wurst. Gib mir 4 Euro. Ja, komm, 4 machen wir. Ja, dann gab es ein Gameboy Advance Spiel. Bei so jemandem, der hatte da auch noch Nintendo 64 Spiele. Die waren aber nicht in gutem Zustand. Ich meine sogar, die beide gehabt zu haben schon. Da war, glaube ich, Formel 1 dabei. Auf jeden Fall habe ich die, glaube ich, beide schon gehabt. Deswegen habe ich nur mich für dieses Gameboy Advance Spiel interessiert, was ich noch nicht habe. Und zwar ist das so ein Doppelspiel, was es oft gab auf dem Advance, so Doppelspiele. Und oft von THQ übrigens, also Doppelspiele. Und zwar habe ich hier die Monster AG und Findet Nemo in einer Cartridge. Die habe ich auch, glaube ich, sogar beide einzeln, die spielen, also Findet Nemo und die Monster AG. Aber jetzt habe ich sie hier in so ein Doppelmodul noch. Fehlte mir in der Sammlung und für 4 Euro habe ich es gerne mitgenommen. Ne? Ja, war jetzt auch nicht so Oberpreis. Von 5 Euro habe ich es noch runtergehandelt auf 4 Euro. Aber ja, ein schönes Advance-Spiel in meine Sammlung. Warum nicht? Dabei war noch so eine coole Hülle. Finde ich immer ganz gut, wenn man so eine Hülle dabei hat. Ja, für 4 Euro, ne? Monster AG und Findet Nemo Lizenzspiele von Disney.
ja, werden nicht der Oberkracher sein. Aber für 4 Euro habe ich es gerne mitgenommen. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. 2 Euro, die müssen wir auf den Kopf stellen. Hier willst du die 8, die da draufsteht? Ist der Preis? Also bei einer B mache ich 7, bei mehreren mache ich andere Preis. Wenn ja. Du mehr nimmst. Ich guck mal. Kein Problem. Wie? Überhaupt für dich? Ich hab nur war es nicht so wie Sport oder sowas? Nein. Nur mein Bruder hat gesagt, da war einer. 400 Wies. Wollte pro Stück alle haben. Aber ich muss alle haben. Ja, wenn es vernünftige Spiele gibt. Also habe ich mein Bruder gesagt, ich bin so gut bei der Wahl. Da habe ich gesagt, 10 Stück. Nein, einfach. 25 Stück. Ich habe hier 3 Stück, ne? Bei einem fehlt aber die Anleitung. Die anderen sind komplett. So. Also kein Sinn. Nee, habe ich nicht. 10, 20, nur Fufis. Das ist klein, das weiß ich. Also alles komplett. Super.
Macht er 15. Machen wir. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu dem weiteren Wii-Deal, den ich hoffentlich auch jetzt hier richtig zusammen wieder gekriegt habe. Ich meine, dass das so gewesen wäre, aber ich hoffe, ich habe es jetzt nicht mit dem anderen Wii-Deal von vorhin durcheinander geschmissen. Weil es waren nämlich auch wieder drei Spiele. Und zwar gab es da drei Wii-Spiele. Einmal Need for Speed Nitro. Rennspiel, Need for Speed natürlich ein Name, ne? Und ja, kann man sogar mit dem GameCube-Controller zocken, was ich immer ganz gut finde bei so Rennspielen. Ja, Need for Speed, ne? Ich mag die Need for Speed-Reihe. Ich weiß allerdings, dass es zu der Zeit schon schlechter wurde. Da waren die Need for Speed-Spiele schon nicht mehr so gut. Hier steht das erste Need for Speed-Spiel speziell für Wii. Ich meine, ich habe auch Need for Speed Carbon, was auf jeden Fall älter ist. Ja, keine Ahnung. Ich hab auf jeden Fall irgendwo Need for Speed Carbon in meiner Sammlung. Das müsste ich mal gucken, aber das finde ich jetzt auch so auf die Schnelle, glaube ich, gar nicht. Ja, habe ich auch auf jeden Fall. Und ja, jetzt noch Need for Speed Nitro, ne? Ja, wie gesagt, von EA ist eigentlich eine coole Reihe, Need for Speed, aber meiner Meinung nach, die hatten eine Zeit lang, da haben die echt richtig gute Rennspiele rausgebracht, wie Underground 1 und 2. Most Wanted, vielleicht auch noch mit Abstrichen Carbon, aber dann ging es bergab mit Need for Speed irgendwie. Ja, Need for Speed Nitro, aber vielleicht ist es ein cooles Rennspiel, was man zwischendurch mal zocken kann. Das war auf jeden Fall dabei, für 15 Euro die drei Games diesmal. Das fand ich ganz interessant, Facebreaker KO Party. Ja, ist ein Boxspiel mit Boxen, aber es sieht ganz lustig aus, hinten drauf auch. Ja, die sehen ganz interessant aus. Das ist mit Sicherheit kein realistisches Boxen mit Power-Ups und sowas. Und hier drinnen steht noch der Kampfomat und Pick-up and Punch. Ja, harte Schläge. Ja, interessant auf jeden Fall. So ein Fun-Boxspiel. K.O.-Party, warum nicht? Und da weiß ich auch gar nicht genau, was ist. Das sah auch interessant aus irgendwie. Es heißt wohl Opona. Weiß ich auch nicht genau, was es ist. Hier hinten ist noch was auf Japanisch geschrieben. Ja, ist wohl ein Rollenspiel. Ist wohl ein Rollenspiel. Keine Ahnung, ob es gut ist, aber ich hoffe es doch. Da fehlte die Anleitung leider bei dem Spiel. Ja, aber komm ey, für 15 Euro nochmal drei Wii-Spiele. Meine Wii-Sammlung, die wächst und wächst. Ja, drei Wii-Spiele für 15 Euro. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Wie viel willst du hierfür haben? 50? Okay. Und das hier? 25. Ah, nee, ist mir zu viel. Ja, die gibt's schon noch bei eBay. على قد ايه؟
Hallo, immer noch hier, ganze Familie? Nee. Suchst du wieder Rescue-DVD? Ja, ich habe euch schon gesucht. Ah, ja, ich habe schon wieder neue. Warte, ach. Ich will mal abhauen. Ja, ich... Warte mal. Ja, wie gesagt, wegen der NGO, habe ich ja gesagt. Ne? Ja, ja. Einmal die habe ich noch. Und einmal die habe ich mitgebracht. Das sind alles WrestleMania. Zack, 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 zack. Ich guck mal, Sicherheitsteil mal durch, ob ich da schon eine von habe, oder? Ich glaube, WrestleMania habe ich fast gar nichts zu Hause. Ja, siehst du, jetzt hast du die Riesenchance. Ich habe die hier noch gekriegt. Also die kosten 3, die kosten 4. Ja? Ja. Die nehme ich auch. Ne, für die muss ich 5 nehmen, das ist okay. Okay. Für die auch 5, für die 4 und die kosten 3. Hier habe ich noch eine Royal Rumble. Das habe ich schon. Ja, das war es, glaube ich. Scheiße, sehe ich gerade jetzt. Kacke. Ja, die hasse ich eigentlich, die Show, weil da verliert der Undertaker. Dann ist die ja, wo er gegen Brock Lesnar verkackt. Ja, die will ich nicht haben. Die habe ich, also gut, ich habe sie gekriegt, aber den Kampf habe ich nicht gesehen. Den habe ich vorgespult. Ich hatte zu der Zeit noch Sky, habe ich heutzutage gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und WWE läuft ja auch gar nicht mehr bei Sky. Und ich habe das geguckt, sogar in der Nacht, bis am nächsten Tag, das war sonntags läuft das ja immer, ne? Mhm. Habe ich sogar nächsten Tag Urlaub genommen, nur um mir das anzugucken, Undertaker gegen Brock Lesnar, auf einmal verliert. Ich war geschockt. Ja. Ich saß vor dem Fernseher, das ist doch nicht echt jetzt. Ja, okay, aber bei der Story stand fest, er sollte verlieren. Ja. Es sollte, weil sonst wäre es zu langweilig. Andererseits, sonst ist es oft so vorhersehbar gewesen, das war nicht vorhersehbar. Also wenn du es nicht vorher informiert warst, ne? Also, da war schon der Undertaker sah auch gegen Brock Lesnar immer schlecht aus, der war auch scheiße schwer. Ich glaube, der Undertaker hat ihn, glaube ich, erst ein oder zwei Mal besiegt. Aber Brock Lesnar, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Dann war ich wieder bei dem, wo ich letzte Woche schon diese ganzen Wrestling-DVDs und Blu-rays mitgenommen habe. Der hatte wieder neue da und so. Und ich habe mir da ein paar rausgesucht. Ich habe euch jetzt das Gespräch nicht komplett... ich habe euch jetzt das Gespräch nicht komplett aufgenommen, weil ich stehe da die ganze Zeit vor dieser grünen Kiste und ihr seht da eigentlich nichts. Deswegen habe ich das irgendwann abgeschnitten, das Gespräch. Aber ich habe auf jeden Fall 20 Euro bezahlt. Das war diesmal ein bisschen viel, weil ich eigentlich nur 5 mitgenommen habe, aber da waren schon gute bei. Ich zeige euch erstmal die 3 Blu-rays. Und zwar habe ich mir 3-mal WrestleMania mitgenommen. Einmal hier, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr es ist, ist auf jeden Fall Rock gegen Cena drauf. Ah, noch, ich glaube 2013 ist das. Ja, das wird von 2013 sein. Da ist sogar Bob Donald Trump mit dabei. Hochinteressant auf jeden Fall. Ja, WrestleMania, hier WrestleMania aus dem Jahr 2013. Ich glaube, ja, 29. WrestleMania 29 müsste es sein. Glaube ich, weil da eine 29 drauf ist. Man kann das immer so schlecht erkennen. Bei diesen ganzen römischen Zeichen. Hier habe ich noch die von 2016. Die WrestleMania. Da ist unter anderem drauf Triple H gegen Roman Reigns. Ich glaube, ja, das Steel Cage Match von Undertaker und Shane McMahon, das auch richtig gut war. Das war noch eins der wenigen guten Sachen so der Neuzeit, der Fäden, die mich interessiert haben damals. Auf jeden Fall ist das auch mit drauf. So WrestleMania ist immer cool, weil da wirklich viel ist. Da hat man echt viel zu gucken. Ne? Und noch eine. Und da weiß ich wieder nicht, aus welchem Jahr die ist. 2010. Ja genau, da ist nämlich Undertaker gegen Shawn Michaels. Streaking Karriere ist da mit drauf. Das ist von 2010. Welche Nummer? Boah, frag mich nicht. Auf jeden Fall, die war auch noch dabei. Diese Blu-rays von WrestleMania, die sind jetzt auch nicht unbedingt günstig. Die drei. Und dann nochmal so 2 Special-DVDs. Die ich eigentlich sammle. Also da habe ich auch schon, ich habe die Special DVD vom Undertaker, von Bret Hart, von der Attitude Era, von der NWO, von Hulk Hogan,
Da habe ich noch mehr. Da habe ich einige. Von SmackDown eine und so. Da habe ich echt so Special-DVDs. Und da habe ich dann einmal die Special, die Raw 100 Top Moments in History. Sehr cool. Eine DVD zwar, aber richtig cool. Also diese Special-DVD sammle ich. Und die habe ich schon wirklich lange gesucht hier. The Rise and the Fall of the WCW, also der WCW. Das ist eine WCW-DVD, wo man jetzt quasi ein Best-of, ne, wie die gestiegen sind und wie es wieder gefallen ist und schlechter wurde. Und ja, mit Matches drauf und so. Ja, richtig cool, ne? Und halt auch so eine Story. Ich mag das immer, wenn da ein bisschen so Geschichte auch in der Geschichte erzählt wird. Wrestling-Geschichte interessiere ich mich allgemein für. So, ich will euch jetzt nicht wieder länger mit Wrestling aufhalten. Auf jeden Fall, die und die zusammen waren, die haben jeden Fünfer gekostet. Da habe ich 10 Euro für bezahlt. Und nochmal für die 3 Blu-rays von WrestleMania auch nochmal ein 10er. Da habe ich 20 Euro bezahlt. Was, letztes Mal habe ich 25 Euro, weil ich 12 DVDs und Blu-rays gekriegt. Diesmal nur 5 für ein 20, was aber auch noch in Ordnung ist. Vor allen Dingen, weil man diese beiden Special und weil es WrestleMania ist. Ja, war okay vom Preis auf jeden Fall. Und ja, wieder neuen Stuff für meine Wrestling-Sammlung. Richtig cool. Da muss ich mich jetzt aber erstmal ein bisschen bremsen, weil die Reihe dafür ist erstmal voll. Gucken, wie ich in der neuen Zockerbude dafür Platz schaffe. Ja, auf jeden Fall gab es die 5. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben nämlich auf jeden Fall noch einen Deal, haben wir auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, weiter geht's. Wie viel? 7 Euro. Was für 5? Cool. Ja, und dann habe ich mal wieder, nach langer Zeit mal wieder, ein Spiel für die 3DS-Sammlung mitgenommen. Ich habe noch gar kein 3DS, ich habe aber schon ein paar 3DS-Spiele. Jetzt habe ich mir mal wieder eins mitgenommen, so ein Game. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es gut ist. Ich bin auch kein Fan davon. Ein Dragon Ball Spiel. Dragon Ball Z Extreme Butoden. Oder ich möchte es nicht falsch aussprechen. Auf jeden Fall so ein Dragon Ball Spiel hier. Ist mit Kloppen, ne? Sowas mag ich eigentlich, ein bisschen Kloppen. Ich habe aber nichts mit der Dragon Ball Serie großartig am Hut. Habe das ein, zwei Mal gesehen, aber bin da jetzt echt kein Fan von. Die gab es für einen Fünfer. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut war. Habe ich runtergehandelt von 7. Aber ich habe mir gedacht, ach komm ey, nochmal ein brauchbares 3DS-Spiel für die Sammlung, warum nicht? Ich habe immer noch kein 3DS bzw. 2DS. Ist auch eine Anschaffung, die ich mir noch gerne machen würde. Demnächst. Ja, wenn ich mal sowas finde. Ist aber auch eben nicht günstig zu finden. Ja, Dragon Ball Z für den 3DS noch mitgenommen. War nochmal ganz cool, ne? Für einen Fünfer. Ja, das war's dann auch heute schon wieder mit dieser Ausgabe von Patricks Zockerbude, mit dieser Flohmarkt-Ausgabe. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Ihr könnt mir doch gerne, jetzt sage ich das mal, das sage ich nicht so oft, ihr könnt mir doch gerne einen Daumen nach oben dalassen, ein Abo bei Instagram, nee, ein Follow bei Instagram dalassen und alles Mögliche, was man sonst noch so tun kann, würde mich freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.